Es ist Samstag, der 26. November und herzlich willkommen zu einer, nein, nicht zu einer neuen Sonderfolge von All in NFT, sondern wir kommen zur Ankündigung des Weihnachtskalenders von All in NFT. Ihr habt richtig gehört, wir beginnen mit der Adventszeit. Morgen ist der erste Advent und dieses Video dient heute dazu, euch schon mal darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit All in NFT am 1. Dezember mit dem ersten Türchen mit einer 24er Kollektion starten. Nein, nicht NFT Kollektion, nicht nur, aber wir starten mit einem 24-tägigen Adventskalender. Wer freut sich nicht? Wer kennt es nicht aus seiner Kindheit? Wer ist möglicherweise noch ein Kind? Sind wir überhaupt jemals anders als Kinder gewesen? Wir starten deswegen mit dem Adventskalender und es wird jeden Tag ein neues Präsent für euch geben. Jeden Tag wird ein Podcast-Türchen geöffnet, solange es den Podcast auf jeden Fall gibt, denn ihr wisst, sonntags gibt es den Podcast nicht, aber die anderen Tage wird es jeweils immer ein Podcast-Türchen geben. An dem Sonntag gibt es eine andere Sache, aber es wird 24 Tage lang etwas geben und ich zeige euch jetzt einmal, beziehungsweise sage euch im Podcast-Format, gerne auch YouTube abchecken, denn ich zeige euch auch auf YouTube einmal, wie ihr jeden Tag dabei sein könnt, damit ihr nichts verpasst. Also viel Spaß jetzt, los geht's. Damit hallo und herzlich willkommen noch einmal zurück und wie ihr seht, beziehungsweise für die Podcast-Hörer sage ich es einmal, befinden wir uns auf der allinnft.de Seite. Ihr müsst ganz einfach, um auf die Homepage zu kommen, allinnft.de eingeben. Ihr seht es, dann kommt der Reiter schon, beziehungsweise für die Podcast-Hörer allinnft.de. Dann kommt ihr auf unsere Homepage, denn auf unserer Homepage, wenn ihr dort gelandet, seht ihr auf Home die ganzen Möglichkeiten, auf die ihr auf uns aufmerksam werden könntet. Das heißt, ihr seht den Podcast für die Podcast-Hörer, da steht einmal Podcast, YouTube, Social Media und darüber könnt ihr unsere Accounts einmal folgen, beziehungsweise kommt immer zu den All-in-NFT offiziellen Accounts, sei es halt wie gesagt der Podcast, YouTube, Social Media, aber wir schauen uns das jetzt hier einmal an, seht ihr Listen, hört Liste Now und dann kommt ihr auf die jeweiligen Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, könnt ihr euch einmal anschauen und dann geht ihr auf das Ganze drauf und seht Listen on Apple Podcast, öffnen das Ganze einmal und dann zeige ich euch nämlich, was ich meine, denn ihr seht dann die Beschreibung des jeweiligen Podcasts der Folge und darunter befinden sich dann auch nochmal die Links. Das heißt, wenn ich morgens im Podcast täglich am Podcast, dann solltet ihr vielleicht auch frühestmöglich diesen Podcast hören, auf jeden Fall schon mal ein Abo da lassen, werde ich euch sagen, an welchem Tag bzw. wo das Ganze stattfinden wird. Es kann nämlich sein, dass an dem jeweiligen Tag ein Gewinnspiel, mehrere Gewinnspiele, mehrere Produktvorstellungen einmal im Discord stattfinden. Es kann aber auch sein, dass das Ganze stattfindet auf Twitter, auf Instagram. Das sind die Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall haben. Und es kommt natürlich auch zum einen auf uns an, wo wir das Ganze veranstalten werden und natürlich auch mit dem jeweiligen Partner. Das heißt, wenn natürlich der Partner auf Instagram ist, wird das auf Instagram stattfinden, wenn es auf Twitter ist, auf Twitter oder möglicherweise ja auch in einem anderen Discord. Deswegen sage ich euch, schaut bei allinnft. vorbei. Folgt den Social-Media-Kanälen jetzt schon, aktiviert die Glocke, damit ihr ab dem 1. Dezember, eigentlich solltet ihr das jetzt schon machen, aber spätestens natürlich ab dem 1. Dezember nichts mehr verpasst. Denn ihr seht, wie gesagt, die Socials, wenn wir auch hier auf der Homepage auf die Socials gehen, für die Podcast-Hörer einfach auf Home, Follow auf den Socials. Dann seht ihr hier Watch on YouTube, kommt ihr automatisch auf den YouTube-Account und auch hier, wenn wir auf die jeweiligen, auf das Video draufklicken, zum Glück ist der Ton aus, dann seht ihr hier einmal die Videobeschreibung und seht dann auch und hört, dass ihr dann auch in der Videobeschreibung auf die jeweiligen Links direkt verleitet werdet. Das heißt, wenn ich möglicherweise am 1. Dezember sage, wir starten heute was oder ihr habt die Möglichkeit heute das und das, dann
sage ich natürlich auch, wo das Ganze stattfindet. Findet das Ganze im Discord statt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, auf den Link zu klicken und in den Discord zu kommen, das Ganze dort stattfinden zu lassen. Natürlich, das sei auch schon mal vorneweg gesagt, gibt es auch einen All-in-NFT von mir, von der Genesis Collection. Und möglicherweise findet ihr an dem jeweiligen Tag nicht nur ein Gewinnspiel statt, sondern zwei. Und dementsprechend wird es natürlich für die Genesis Holder vielleicht auch mal 50% größere Chance geben, etwas zu gewinnen. Aber lasst euch auf jeden Fall überraschen. Das möchte ich euch auf jeden Fall nur mitteilen. Ihr könnt euch freuen. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit, auf die Adventszeit. Bin allgemein ein sehr familiärer, weihnachtlicher Mensch und ich glaube, das wird uns allen einmal gut tun, neben den ganzen News, die ihr natürlich weiterhin bekommt. Das Ganze ist natürlich eine kleine Nebensache, die am Anfang und am Ende des Podcasts einmal erwähnt wird. Und dann gibt es natürlich das übliche Newsformat. Also keine Sorge, natürlich wird es auch in der Zeit weiterhin das Newsformat geben. Aber um das Ganze etwas attraktiver zu machen, um das Ganze auch mit vielen anderen zu vereinen, um die Community weiter voranzubringen, um möglicherweise auch neue Member in die Community zu bekommen oder einfach auch der Community an sich andere Communities zu zeigen oder andere Produkte, auf die vielleicht noch gar nicht aufmerksam gemacht wurde, dient das Ganze einfach so zu dem erneuten Verbinden und der Möglichkeit, wieder aufzuzeigen, was Web3, was NFTs, was die Community, was dieser Space alles bietet. Ich sage euch natürlich auch schon mal vorweg, dass das Ganze keine leichte Angelegenheit ist, war, denn wir befinden uns natürlich auch noch am Anfang, deswegen sind die Rahmen, die Möglichkeiten natürlich auch begrenzt gewesen, aber ich glaube, wir haben ein cooles Line-up und es wird wirklich, ja, ich würde schon fast sagen, täglich etwas Neues für euch geben, deswegen seid gespannt, lasst gerne jetzt schon mal ein Abo da, kommentiert doch mal das Ganze, worauf ihr euch am meisten freuen würdet, was das Ganze möglicherweise für euch noch attraktiver macht, was vielleicht euch gar nicht gefallen würde, gerne mal kommentieren, gerne bewerten, wie gesagt, gerne schon mal die Discords und die Socials folgen, damit ihr ab dem 1. Dezember, also ab nächste Woche, nichts mehr verpasst und wir täglich unser neues Türchen öffnen, wenn es heißt All-in NFT. In dem Fall, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche, sowieso auf jeden Tag. Aber ihr wisst natürlich, ab nächste Woche freue ich mich dann besonders und hoffe, euch, uns allen mal ein schönes Geschenk, eine schöne Adventszeit zu bescheren und hoffentlich das, ja, trotz der Komplikationen, trotz der Krisen in den letzten Wochen, trotz des Kryptowinters, seitdem wir uns Anfang des Jahres befinden, das Jahr mit einem schönen Abschluss zu beenden, nochmal besonders in den letzten Monat zu starten und allen oder vielleicht dem einen oder anderen nochmal ein schönes Präsent mit auf den Weg zu geben. In dem Fall, wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich auf nächste Woche. Bis dann und ihr wisst Bescheid, schaltet wieder ein, wenn es heißt All in NFT.